Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein ganz neues Format und zwar das Format Bücher to go. Ich erkläre euch in 5 Minuten Sachbücher, fasse euch die wichtigsten Dinge zusammen und wir starten heute mit einem sehr, sehr bekannten Buch, besser gesagt gleich 2 Bücher auf einmal und zwar sind das Bücher von Marie Kondo. Ja, wer kennt sie nicht oder hat nicht zumindest schon mal etwas von ihr gehört? Marie Kondo oder auch die berühmte KonMari-Methode. Sie hat jetzt sogar eine Netflix-Verfilmung, sie hat mehrere Bücher rausgebracht und sie wird als die Queen des spirituellen Aufräumens genannt. Was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Ich habe 2 Bücher, die ich euch jetzt kurz zusammenfassen möchte und zwar einmal den absoluten Klassiker Magic Cleaning und das zweite Buch Joy at Work. Marie Kondo kommt aus Japan und sie ist bekannt dafür, aufzuräumen und auszumisten, aber nicht irgendwie, sondern auf eine sehr minimalistische, spirituelle Art und Weise. Für sie ist Aufräumen und Ordnung nicht nur das halbe Leben, wie man so schön sagt, sondern das ganze Leben. Denn Unordnung kann einen krank machen, Stress produzieren und einen unfokussiert werden lassen. Die KonMari-Methode beginnt mit dem Aussortieren. Man soll da in verschiedenen Kategorien vorgehen, von der leichtesten Kategorie bis zur schwersten Kategorie. Man fängt an mit der Kleidung, dann geht es weiter zu den Büchern, dann die Dokumente, Kleinkram und als letztes sentimentale Gegenstände. Man soll dann alle Dinge in der ganzen Wohnung, die man von dieser Kategorie hat, auf einen Haufen schmeißen, um einen Schock zu bekommen. Und ich sage euch, wenn ihr das tut, werdet ihr wirklich einen Schock bekommen. Wenn ihr dies getan habt, dann geht die Arbeit aber erst richtig los, denn dann müsst ihr anfangen, jedes einzelne Stück in die Hand zu nehmen und zu überlegen, brauche ich das und oder macht mich das glücklich? Wenn es euch unglücklich macht oder ihr es nicht braucht, dann geht es weg und dann geht es weiter mit der Arbeit. Man muss dann nämlich für jedes einzelne Stück einen Platz finden. Und die Sortiervorgabe besteht darin, dass man alle Gegenstände zusammentut. Also man soll jetzt nicht, wie ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Raum Bücher haben und im anderen Raum auch Bücher haben. Denn das bringt einen durcheinander. Man weiß eigentlich gar nicht, wie viel man hat. Viel schlimmer ist es mit Kleinkram wie Stifte oder so. Wenn man da in der Schublade welche hat und hier und dort, dann weiß man gar nicht, wo sind denn überhaupt meine Stifte, wie viele habe ich und man kauft ständig neue. Dann kommt aber noch die spirituelle Komponente bei Marie Kondo dazu. Denn bevor man sich von den Gegenständen verabschiedet, soll man sich tatsächlich persönlich von ihnen verabschieden. Man soll also mit ihnen sprechen und man nimmt einen Gegenstand in die Hand. Man sagt also zum Beispiel, Dankeschön, liebe Rose, dass du mir gezeigt hast, dass mir diese Farbe nicht gefällt oder was auch immer, warum ich es aussortieren möchte. Auch im Alltag möchte Marie Kondo, dass man etwas spiritueller an die Sachen rangeht, sie so ein bisschen wie eine Person behandelt und ihnen immer guten Tag sagt, man kommt nach Hause, man legt sofort alles auf den richtigen Platz, wo es ist und nicht die Jacke zum Beispiel einfach in die Ecke feuert, sondern an den Haken ran und dann begrüßt man, hallo liebe Wohnung, hallo liebe Couch und so weiter. Dann gibt es noch eine spezielle Faltkleidung, die jetzt aber hier den Rahmen sprengen würde. Kurz gesagt kann man dazu sagen, dass alles hochkant sortiert werden sollte, nebeneinander und nicht so aufgestapelt, wie man es sonst machen würde. Dann hat sie ein zweites Buch geschrieben und zwar mit einem Organisationspsychologen zusammen und dort erzählt sie, wie man auch am Arbeitsplatz seine Ordnung einhalten kann. Hier ist es natürlich etwas anders als zu Hause. Man hat nicht so viele Gegenstände. Meistens hat man nur einen Schreibtisch oder ein Büro. Und man kann natürlich auch nicht alles selber entscheiden und es kommt hier nicht so sehr darauf an, ob die Dinge einen glücklich machen, sondern wirklich nur darum, ob man sie braucht. Hier soll man dann erstmal auch alles aussortieren. Da fängt man an mit den Dokumenten. Da warnt sie aber vor der Scanfalle. Viele Leute sortieren nämlich alle ihre Dokumente aus, scannen die oder machen lauter Fotos auf ihrem Handy davon und gucken sich das danach nie wieder an und haben dann wieder digitalen Müll. Danach soll man Büromaterial aussortieren, dann Verbrauchsmaterial, Elektrozubehör, berufsspezifische Dinge, persönlicher Bedarf und als letztes Sentimentales wie Fotos, die ja viele am Arbeitsplatz haben. Man fängt also erstmal mit den materiellen Dingen an, dabei soll es aber nicht bleiben. Man soll nämlich dann auch digital ausmisten. Dort soll man seine E-Mails aussortieren und sie in verschiedene Ordner
einsortieren, die nicht mehr als 10 sein sollten. Dann soll man dafür sorgen, dass nicht mehr unnötige E-Mails eintreffen und alle Newsletter abbestellen, von denen man weiß, dass man sie eingegangen ist. Die dritte Kategorie ist dann wieder so ein bisschen psychologisch. Dort geht sie darauf ein, dass man mehr Nein sagen sollte, weniger Meetings machen sollte, sofern es einem möglich ist, und dafür effizientere Meetings, weil sie festgestellt hat, dass Meetings oft nur Zeitverschwendung sind und alle Leute eigentlich nur so rumsitzen und kaum produktiv sind. Und man sollte mehr delegieren, damit man sich nicht zu viel Arbeit aufhält und nicht überfordert ist. Ja, das war die Zusammenfassung. Jetzt erfahrt ihr noch etwas von meiner Meinung zu Marie Kondo. Ich bin sehr, sehr begeistert von dieser KonMari-Methode, von dem Aussortieren. Ich bin der Meinung, das kann wirklich sehr, sehr stark helfen. Ich habe es selber erlebt. Auch das digitale Ausmisten vergessen wir oft im Alltag. Die spirituelle Komponente ist mir ein bisschen merkwürdig, obwohl ich selber eigentlich spirituell bin. Aber mit den Gegenständen so per Du zu sein, ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen komisch. Sonst alles in allem kann ich diese zwei Bücher nur empfehlen. Man kann sie auch bei BookBeat hören. Es gibt auch eine Netflix-Serie, die man sich angucken kann, wo Marie Kondo den Menschen hilft, auszusortieren. Am Ende muss noch gesagt werden, dass es auch Plagiatsvorwürfe gegen sie gibt. Man weiß also nicht, ob die KonMari-Methode wirklich Marie Kondo entspringt oder nicht. Sie hilft in jedem Fall und schaut euch einfach mal die Bücher selbst an. Das war's mit dem 5-Minuten-Video Bücher to go. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Video.